habe hier in der Oberlausitz die Rohstoffe zur Verfügung, hauptsächlich das Obst von Strobstwiesen, was ich zu Obstbränden verarbeite. Also mein Name ist Martin Wagner, ich bin 36 Jahre alt, bin Köschauer, bin jetzt seit 2015 selbstständig und betreibe hier in Köschau meine eigene Schnapsbrennerei und stelle hochwertige Liköre, Brände und Geiste her. Ich bin natürlich kein großer Industriebetrieb, sondern ein reiner Handwerksbetrieb. Deshalb wird hier auch alles von reiner Handarbeit erledigt. Das geht los beim Obsternten, Etikettierung, Verpacken. Es geschieht auch alles von Hand. Oder deutsche Whisky ist zurzeit ein Riesenthema. Mit der bisherigen Menge, was ich an Destillat produziert, eingelagert habe, werde ich dann 2022 der größte Whiskyproduzent in Sachsen sein. Es macht ja auch Spaß, mir zum Beispiel unten im Café zu arbeiten. Der Umgang mit den Leuten zu bedienen, und ich bin glücklich und zufrieden. Wenn es ihnen gefallen hat, dann bin ich froh. Wie die Familie Kloss betreiben seit 1770 die Klossmühle in Schoriswalde. Wir sind ca. 35 Mitarbeiter in den Filialen und in der Produktion. Unsere Waren kommen alles aus der Region. Wir versuchen der Qualität wegen nahe Wege, kurze Wege. Wir sind zwar alle auf dem Land und alles ist weit weg, aber es ist so wunderschön zu wohnen hier. Ich fühle mich einfach hier zu Hause. Wir haben in Sachsen eine Kultur der Teich- und Seenfischer. Karl Dominik ist mein Name. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kirchauer Aquakulturen hier in Kirchau. In die drei Fischzuchtanlagen, die wir in Kirchau betreiben, werden ungefähr 350 Tonnen frischen Fisch produziert. Davon sind 150 Tonnen ausschließlich für den Schweizer Markt bestimmt. Wir haben eine Besonderheit in Kirchau, dass wir den Pangasius vom Ei bis zum Speisefisch hier in Kirchau reproduzieren. Wir sind die einzige Firma in Europa, die dieses tatsächlich auch bewältigen kann. Die Landschaft, die Berge, die Aussicht, die saubere Luft, was uns Gäste immer wieder bestätigen, und die wunderschöne Natur. Wir sind die Familie Schulze aus Schoriswalde, sind Gastronomen seit über 30 Jahren und seit knapp 20 Jahren sind wir die Betreiber des Feriendorfs Fuchsbergs. An unserer gemeinsamen Arbeit ist eigentlich das Schöne, dass wir Arbeit und Familie miteinander verbinden können. Die Kinder sind immer umher, wenn die Schule vorbei ist, der Kindergarten vorbei ist. Wir bauen in erster Linie individuelle Fahrräder für Kleinkinder, vom Lauflernfahrrad bis hin zur Großmutter, die ein Elektrofahrrad braucht, damit sie ihren täglichen Weg bestreiten kann. Die Stadt Schoriswalde-Kirchau sehe ich als einen riesen Vorteil für uns, dass wir hier Kunden persönlich beraten können. Ich bin der Tobias Hildebrand. Ich bin in Schoriswalde geboren und habe mein eigenes Fahrradgeschäft 2001 eröffnet. Wir haben Kundschaft, die kommt von Weißenberg, teilweise Kundschaft von Berlin, von Dresden. Einfach Leute, die raus aus dem Stadtgetümmel wollen, wieder rein ins Dorf, dort, wo sie als Person wahrgenommen werden. Ich glaube, dass Tourismus einen Standort weiterbringt, weil Tourismus bringt mehr Gäste und da lebt jeder Unternehmer davon. Mein Name ist Petra Schumann und ich leite seit 20 Jahren das Hotel bei Schumann hier in Kirchau als geschäftsführende Gesellschafterin und bin mit meinem Mann gemeinsam immer dabei, es zu erweitern und zu verschönern. Ein Großteil unserer Produkte beziehen wir von einheimischen Lieferanten, sodass wir qualitativ sehr gut gestellt sind und vor allem regionale Produkte, wo wir es können, auch verwenden. Ich finde Kirchau als Gemeinde sehr, sehr schön. Ich bin hier angekommen und geblieben. Meine Kinder sind hier zur Welt gekommen und es ist einfach eine Heimat geworden.